der Volksmusik. Live aus der Eishalle in Kapfenberg. Präsentiert von Karl Moik. Da herum, da sitzen die Musikanten, die ihr Werk schon vollbracht haben und die noch drankommen. Und es herrscht schon Nervosität, aber es ist so eine Fairness. Man klatscht bei jeder Gruppe und wenn man so Tage beisammen ist, da entstehen auch so Freundschaften, Bekanntschaften. Man tauscht Meinungen aus und ich finde das einfach herrlich. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck, also mit einer, dass man solche Veranstaltungen macht. Da haben wir also die Heilbrunner. Schon alles hinter euch. Sepp, was war das für ein Gefühl, so live dazustehen, live zu spielen vor Millionen von Menschen? Ja, also für uns ist jetzt die erste Aufregung einmal vorbei. Für uns war es ein riesiges Gefühl, ein tolles Gefühl, bei einer so schönen Sendung dabei zu sein. Geboten wird als nächstes eine Musikgruppe aus Oberösterreich, und zwar aus Windischgarsten. Auch sie haben eine eigenwillige Art, Musik zu machen, aber eine Art, wie es junge Leute eben tun. Da kann man jetzt sagen, man mag's oder man mag's nicht. Eines ist wichtig, sie spielen sehr, sehr gekonnt. Ich würde sagen, schauen wir mal hinein und schauen uns mal die Gruppe an, aus Windischgarsten. Ich muss immer ein bisschen hinschauen, ob unsere Kollegen von der Technik schon fertig sind. Aber ich glaube, die sind schon fertig. Gell? Können wir starten? Gut. Es braucht halt alles seine Zeit. Stimmt sogar auch für unsere Technik zum Aufbauen. Aber so heißt der Titel. Es braucht halt alles seine Zeit. Die Gruppe Jagerblut aus Windischgarsten. Die Startnummer 13. Das Leben schier, ganz so, dass gar nichts rennt. Und du führst die auf, als wir, dass die niemand mehr erkennt. Wenn's da nicht alles richtig machst, es auch nicht immer spürst, hast doch das lang noch nicht, dass du nicht alles probierst. Es braucht heut alles seine Zeit, doch der Weg ist nicht so weit, wie man immer glaubt. Und wie man manchmal denkt, es braucht heute alles seine Zeit. Manchmal ist man noch nicht so weit, dass man alles in den Griff hat und dass man alles lenkt. Du hast vielleicht ein Kind, Familie und hast deine Freund. Doch weißt du manchmal trotzdem nicht, ist morgen oder heim. Denn wenn's manchmal da sitzt und du denkst darüber noch, was wichtig ist in deinem Leben, ja, dann hängst manchmal dahinter noch. Es braucht heut alles seine Zeit, doch der Weg ist nicht so weit, wie man immer glaubt und wie man manchmal denkt. Es braucht heut alles seine Zeit, manchmal ist man noch nicht so weit, dass man alles im Griff hat und dass man alles lebt. Doch weißt du nicht, alles
erfüllen kannst, das, was man sich von dir erwartet. Jedoch weißt du nicht, alles erfüllen kannst, aus dir selbst so manches erspart. Es braucht heute alles seine Zeit, doch der Weg ist nicht so weit, wie man immer glaubt und wie man manchmal denkt. Es braucht heute alles seine Zeit, manchmal ist man noch nicht so weit, dass man alles im Griff hat und dass man alles lenkt. Es braucht heute alles seine Zeit, doch der Weg ist nicht so weit, wie man immer glaubt und wie man manchmal denkt. Es braucht heute alles seine Zeit, manchmal ist man noch nicht so weit, dass man alles im Griff hat und dass man alles lenkt. Ja. Die Gruppe Jagerblut ist zurückgekommen, wird hier von den Kollegen freundlich empfangen. Also wie gesagt, herrliche familiäre Stimmung. Danke, das war die Wertung aus dem Landesstudio Burgenland. Wir danken ins Burgenland. Und damit begrüße ich den dritten Preisträger, das Südtiroler Alpenwinter.